Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fall Guys. Ey, das treibt mir schon die Schweißperlen auf die Stirn, wenn ich da nur reingucke, ne? Echt. Du gehst aber auch immer außen rum bei dem einen Ding da oben, ne? Ja, lieber. Ist mir lieber. Ne, ich Hinter hab mir da. ist so eine komische Elchdame. Ich muss hier weg. Ey, was ist denn das? Wenn ich da springe, dann hauen die mich immer so um, dass Ja. ich hier auf dem Boden lande. Jetzt auch schon wieder. Nein, komm, ey. Lasst mich in Ruhe. Boah, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Hallo. Das ist so ätzend mit der Maus, sich zu bewegen hier. Aber es ist keine Alternative, mit dem Dings zu spielen. Deswegen. Nee, Nein! Dieses Arschloch hat mich weggekickt. nein, ich bin da runtergefallen. Ja, dieser Kack-Schneemann, der hat mich so von der Seite angetitscht. Lauf doch mal, Mann. Wieso kommst du da Ja, immer so genau. aus dem Rhythmus raus? Weg da. Nein! Nein! Oh ja. Oh, komm, geh da raus, geh da raus, geh da raus! Ja! Ja! Oh. Ich bin ausgeschieden im letzten Ding. Du gehörst jetzt zum recycelten Anteil. Sieht so ein bisschen wie ein Adventskalender aus, ne? Die Türchen haben wir schon geöffnet. Oh Gott. Hexen, ich hab mal was Neues. Das ist scheiße, ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Das erste Team, das komplett verhext ist, scheidet aus. Wenn du Ja, erwischt du wirst, wolltest wohl greife ein nach dem Teamspiel, das ist ein gegnerischen Team, um Teamspiel. es zu verhexen. Hä? Ich habe jetzt kein Wort verstanden. Was soll ich denn machen? Du wirst sie verhexen. Wo bin ich jetzt? Das bin ich aber nicht, der mir angezeigt wird. Doch, bei den Orangenen bist du. Gold. Ja, Gold, Mit ja. Orange hat das nichts zu tun. Hey, was machen die? La 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 la. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was ich machen muss. Die sind da oben und rennen da rum. Hey, was machen die da oben? Keine Ahnung, aber ich tatsche jetzt alle mal einfach an hier. Aber da tut sich nichts, wenn ich die so angreife hier. Doch, ihr habt 19, 19, aber da steht nur 19, was auch immer das heißt, keine Ahnung. Aber es gibt nur noch zwei, jetzt hat das eine Team, jetzt habt ihr nur noch 18. 17, die goldenen, 16, die sind. Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich touch die mal einfach alle an. Zehn habt ihr nur noch. Ey. Jetzt haben die anderen noch auch noch 10. Es hat doch irgendwas mit diesen Dingen, was ich immer um Ja, mich jetzt rum hast du habe, zu irgendwas tun. Vergiftetes um dich, irgendwie, um so. Ihr habt nur noch Muss 5. ich die nicht fangen oder so? Nein, du musst die irgendwie vergiften, hat stand da was von. Oder verhexen, nicht vergiften. Ja, eben, verhexen. Ja, du Aua. bist gerade verhext, deshalb hast du ja diese komischen Dinger um dich rum. Ja, ich pack die alle an, aber ich weiß nicht, was das jetzt bringt. Bleib stehen, bleib stehen! 1-1, noch ein. Auch ihr habt Qualifiziert! gewonnen, oder? Ja! Oh, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber. Das konnte man auch nicht erkennen. Oh. Schleimkraxler.
Lauf der aufsteigenden Lava davon. Ach du Scheiße. Und überwinde Hindernisse, um die Ziellinie zu erreichen. Ja, dann boxen sie mich wieder nach hinten und dann lande ich in der Lava. Ja, das war doch das, wo ich eben so abgekackt bin. Da war ich so weit oben und dann bin ich runtergedingst worden. Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Ich war beim vorletzten Teil da, wo es hochging. Ich will auch gar nicht wissen, wo die Lava ist. Oder herkommt. Oder was weiß ich. Oh, komm schon. Lass mich doch in Ruhe hier. Hä? Sollte das jetzt die Lava darstellen oder was? Das, was hier links, dieses rosa, eine Kaugummiartige. Ja, wahrscheinlich irgendwie. Ach, das ist doch scheiße. Bist du jetzt rausgeflogen schon? Ja, klar. Der hat mich einmal weggeboxt und dann war ich weg. Dann kann ich ja rausgehen. Bekannter. Ich glaube, das Spiel muss ich mal livestreamen mit Facecam. Ne? Also, hier hätte man jetzt echt eine aufstellen müssen in der Zeit. Ich habe hier einen halben Tisch weggemäht eben. Wieso das denn? Weil ich gewonnen hatte. Ach so. Was denn für eine selten dämliche Frage? Wieso das denn? Ja, warum man dann den Tisch wegnimmt? Ritterparcours. Das macht ja sonst auch nicht. Ach, das war die Kacke. Ach, die Mist. Da bin ich bei dieser Walze bin ich nicht weitergekommen. Können wir nochmal neu wählen, bitte? Ja, diese Walze ist ja eine der ersten Sachen. Und dann stoßen die dich da runter, sobald du da drauf rumhoppst. Nee, das ist die unten, ätzend. Die ich meinte, die am Schluss ist. Und dann war ich fast da und dann war es zu Ende. Nö, da die mich ja immer runterstoßen. Ich weiß nicht, wie sie es hinkriegen, weil ich kann sie nicht wegboxen. Nein! Och, ey. Nein! Scheiße. Wollt ihr mich verarschen? Aua! Nein! Ich habe extra darauf gewartet, bis sie weg ist. Nee, ich brauch gar nicht weitermachen. Also ich komme nur niemals über das erste Hindernis. Nein! Ey, ich spring extra und die erwischt mich mitten im Sprung trotzdem. Das ist doch nicht normal. Ja, geh bloß nicht da hoch. Nein, 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 nein! Oh. Willst du mich verarschen? Nein! Leise fliege der Schnee. Ey, komm, was ist denn heute los hier mit dem Ding, ey? Das hab ich eben so gut hingekriegt, ne? Und jetzt krieg's gar nicht mehr hin. Nein, nein, nein! 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 ich verreck hier die ganze Zeit durch, krieg das nicht mehr. Nein! Ey, das ist nicht dein Ernst! Ich bin da rübergesprungen, du Assi! Nein, nein! Ey! Ja toll, ich war gerade an diesen Dingern an den Walzen angekommen, jetzt bin ich aufgeschieden. Ich vergiss das mit der Rand, ich buddel mir direkt ein Loch, ey. Was, 60 übrig noch, oder was? Nee, ich bin raus. Aber, Ach so, scheiße, ja. Lass uns noch eine Runde machen, die war ja so bescheuert, komm. Na, wenn ich in einer Runde jetzt nur 30 bekomme, kriege ich immer noch nicht das nächste Level, das ist doch scheiße. Ja, dann machen wir noch zwei Runden, dann ist gut. Ja, wenn du aber vielleicht weiterkommst, kriegst du es. Ist die Frage, ob ich dann 60 bekomme, aber ich meine ja, ne, wenn ich zwei bekommst Runden schaffe. Nein, 60 bekommst du nicht, glaube ich. 40 habe ich, glaube ich, gekriegt oder so ähnlich. Also du wirst dafür bestraft, dass du besser bist als nur eine Runde. Weil in der ersten bekommst du ja 30. Und beim Kindergeld ist es genau umgekehrt. Da bekommst du mit jedem Kind, was du mehr in diese ätzende Welt setzt, bekommst du einen Bonus obendrauf. Wieso nicht hier? Weil das kein Kinderprogramm hier ist. Das ist Simpsons auch nicht, aber das gucken ja auch Kinder, ne? Das erinnert mich auch irgendwie sehr an Simpsons, finde ich. Mord und Totschlag.
Um jeden Preis. Wollt ihr mich verarschen? Ach nee, ey, die wollen uns echt verarschen. Nee, okay, dann ey, die haben das gehört, dass ich mich eben beschwert habe, dass immer nur diese eine Kackrunde da. Lieber die andere, die ich so hasse. Macht lieber die Runde, da habe ich wenigstens noch eine Chance, zum Ziel zu kommen. Ey, das ist nicht euer Ernst. Ernsthaft nicht jetzt. Und dann starte ich natürlich ganz hinten, war ja klar. Das ist, glaube ich, egal hierbei. Lauft am besten mal alle vor, lasst euch metzeln. Nein. Oh. So, jetzt ist es richtig scheiße. Nein! Nein, 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 nein! Oh. Okay, weg da! Nehme ich den Schneemann. Nein! Oh. Nein! Nein! Oh, ich wollte noch. Also, ich bin ja noch zurückgegangen, aber. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich war durch! Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Ich war durch und auf einmal hat mich das nach hinten katapultiert wieder. Ach ja, hier bin ich letztes Mal gescheitert, glaube ich. Nee, ich komme gar nicht über die Walzen irgendwie. Lauf, 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 lauf! Oh, ich bin drin! Ja, mach du. Oh. Dann kriegst du vielleicht deine Punkte noch. Spring, spring! Ja, aber ich komme auf dem hier. Ich bin eben vorhin so gut da durchgekommen und jetzt. Ja! Ich krieg das Ding nicht, ey. Das ist zum Kotzen, ey. Ich mache am Ende diesen Sprung raus. Da bist du zwar kurz gestunt, aber du bist normalerweise dann da hinten. Ja, vor allen Dingen, du musst immer wieder von vorne. Schon ein paar Plätze sind noch frei. Arschloch. Oh nein. Ja, komm, ey, der Penner, ey. Hat mich extra weggehauen gerade. Ich hoffe, dieser Ninja-Wichser, der. Entschuldigung, solche Ausdrücke verwenden wir hier natürlich nicht. Oh, guck mal, ein rosa Wolf. Jetzt will ich was sehen. Ich auch. Mach mal. Ja, du. Ich bin ja nicht drin. Du bist aber drin. Wenn jetzt wieder so eine Runde kommt, ne? Ey, ich drehe mich im Grab um, ehrlich. Och nein, jetzt soll ich diese Runde auch noch selber machen. Wollt ihr mich verarschen? Das hat er ja noch nicht mal hinbekommen. Wie soll ich das denn machen? Das habe ich abgeschlossen. Kann ich mir noch ein anderes Spiel aussuchen für den heutigen Abend, oder? Oh. Das war das falsche Loch. Oh, komm, komm, komm. Ja, ich sehe nichts. Jetzt geh doch mal weiter hier. Mann. Ja, wegen dieser Kackente, die sich da vorgesetzt hat. Sag mal, drehst du die Kamera irgendwie so komisch, weil ich bei mir ist. Nee, das macht er doch selber, habe ich doch gesagt. Und wenigstens habe ich. Nein, jetzt schleudert der mich zurück. Ist das dein Ernst? Und dann fange ich davor wieder an, weil der mich von der anderen Seite da durchschleudert, oder was? Ja, du fängst. Ey, das ist nicht dein Ernst. Ja, ja, jetzt bist du einen weiter, aber trotzdem. Nee, nee, ich fange immer wieder von vor. Da war ich ja eben schon. Ja, ja, du musst. Oh, nee, das war ja, wegen diesen Pennern, die immer wieder davor hüpfen. Oh, was? Hey, was macht der? Wieso steht der nicht? Was soll das? Hast du mal vorne gedrückt oder irgendwie so? Ja, schaffe ich doch eh nicht mehr. Ich krieg's ja noch nicht mal hin, da durchzuhüpfen. Die Ratten, also ich weiß nicht, das sind Profis, keine Ahnung. Im letzten Moment, die merken, dass von hinten einer kommt. Im letzten Moment gehen die vor dich und blocken dich so. Krieg ich nicht hin, weil ich muss mich ja auf meinen eigenen Sprung konzentrieren. Ich kann mich ja nicht auch noch auf die anderen konzentrieren, weißt du? Ja, ja. Ach, bei Level 9. Ich bin 9. Level 8. Bei 9 kriegt man vom Schneemann diesen Hut und das Oberteil.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber das ist jetzt leider noch nicht. Warte mal, Musterabzeichen. Ja, jetzt auch ein bisschen. Okay. Ja. Naja, es ist ganz lustig. Ach, nur aber ganz lustig. Das kommt, das sagst du jetzt ja nur, weil ich hier die ganze Zeit so rumkreischen bin und keine ja, genau. Lust hast, deine Ohren klappen immer eigentlich so. Eigentlich ist das Lustigste daran. Ja, beim nächsten Mal, ne, wenn wir uns wiedersehen, will ich, dass du hier der Oberking bist und schon die nächsten 20 Level ja. freigeschaltet hast. Aber, also ich meine, das ist jetzt kein Spiel, was ich jetzt unbedingt jeden Tag spielen muss. Ne? Das ist ja generell nee. Bei solchen Spielen. Es ist zwar darauf ausgelegt, dass man es regelmäßig spielen soll, weil man ja so diesen Saisonfortschritt hat. Und was ich dir vorhin ja auch schon gesagt habe, glaube ich, wenn diese gewissen Tage, ich kann es jetzt hier gerade ehrlich gesagt nirgendwo sehen, wenn die vorbei sind, dann setze ich die Saison ja zurück. So ähnlich wie dieser Battle Pass in DBD. Ach so, echt? Also ich habe das irgendwo, habe ich das vorhin gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo es war. Und das finde ich persönlich irgendwo scheiße, dass das dann zurückgesetzt wird. Andererseits, gut, du hast beim nächsten Mal natürlich wieder die Chance, andere Sachen freizuschalten. Wenn sich das wiederholt mit der Zeit, es ist noch okay. Aber wenn du dann, sage ich mal, die Chance verlierst, dieses Kostüm zu kriegen, dann finde ich das einfach nur abartig von denen. Wäre schön gewesen, wenn ich dich die ganze Zeit nebendran hätte. Ne? Hättest du mal lieber aufgenommen. Oder lädst du das dann nicht hoch oder was? Doch, ne? Nein. Ich werde das nicht hochladen. Also sowas kann man der Öffentlichkeit echt nicht zumuten. Das verstehe ich. Ne? Das Schlimmste ist, dass du dabei warst. Also. Genau. Nein, ich meine, jeder, der bei mir auf dem Channel ist und meine Let's Plays regelmäßig verfolgt, weiß, dass ich manchmal viel schreie, manchmal tief traurig bin und sehr oft viel fluche. Auch hin und wieder so das ein oder andere Mal vielleicht mal am Fehlen bin. Ja, aber alles in allem, also mein Resümee ist, es macht auf jeden Fall Laune. Ich denke mir mal, es macht noch mehr Spaß, wenn du es mit mehreren Leuten machst. Ich stell dir mal vor, so eine Geburtstagsparty, ja. So mit 10 Leuten oder so. Ja, das stimmt. Da haben wir nur noch 50 Gegner, ne? 60 Leute sind es, glaube ich. Ja. Da müssen wir noch 50 von denen wegboxen, dann sagen wir, komm, wir arbeiten jetzt alle im Team. Vielleicht kriegen wir ein Team mit 60 Leuten oder so, dann können wir alle miteinander spielen. Nein, okay, das würde nicht gehen, weil irgendjemand kommt natürlich dann nicht mehr ins Ziel, ich weiß. Ja, aber so grundsätzlich macht auf jeden Fall Spaß. Könnte für Depressionen sorgen zwischenzeitlich. Oder vielleicht auch für die Polizei vor der Tür, je nachdem, wie laut das Geschrei dabei ist. Aber ist auf jeden Fall lustig. Sehr frustrierend, also ähnlich wie DBD. Aber auch sehr lustig, muss ich sagen. Oder wie findest du das? Ja, doch. Kann man wiederholen. Also wie gesagt, wie du schon sagst, nicht jeden Tag, aber so hin und wieder, so zum Ausrasten mal. Nein. Ja, und wir müssen ja noch ein paar Mal auf jeden Fall spielen, weil wir noch eine Gast-YouTuberin dann dabei haben. Ich werde den Namen jetzt nicht erwähnen, obwohl ich das sowieso irgendwie schon überall, glaube ich, jetzt gesagt habe. Also es wird Moana sein. Und ich hoffe, die freut sich schon sehr drauf. Also, wenn sie die Aufnahmen sieht, wahrscheinlich nicht mehr. Nee, genau, da dürfte sie die Aufnahmen nicht zeigen halt. Also, ich werde das so lange zurückhalten, bis sie mit uns ein paar Aufnahmen gemacht hat.